Auch wenn hierzulande vor allem das Christkind für die Bescherung sorgt, ist es international meist Santa Claus, der die Geschenke bringt. Aber es gibt nicht nur den einen wahren Weihnachtsmann am Nordpol. Er hat Helfer auf allen Kontinenten. Und die haben in den letzten Tagen für Freude auf der ganzen Welt gesorgt. Ein als Weihnachtsmann verkleideter Einheimischer streift durch die Straßen der christlichen Stadt Al-Hamdania, welche 2014 vom sogenannten Islamischen Staat übernommen wurde. Wir verteilen Geschenke und Süßigkeiten an die Kinder. Ich tue dies, um Kindern und ihren Familien eine Freude zu machen, um ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder zu zaubern, weil die Iraker sehr gelitten haben. Im Aquarium von Jakarta schwimmt ein als Weihnachtsmann verkleideter Taucher mit Meerjungfrauen um einen aus recycelten Materialien bestehenden Weihnachtsbaum. Die Taucher sind zertifiziert. Der Unterwasser-Weihnachtsmann ist ein professioneller Taucher, ebenso wie die Meerjungfrauen verkleideten Freitaucher. Die Meerjungfrauen können bis zu 5 Minuten unter Wasser den Atem anhalten. Verkehrspolizist Romiro Inojas regelt im Weihnachtsmannkostüm den Verkehr in Manila. Ich tue dies, um den Menschen Freude zu bereiten, den Fahrern, die sich beim Warten im Stau langweilen. Friends of Santa Claus machte sich zur Aufgabe, dorthin zu gehen, wo niemand hingeht. Der Verein organisiert Weihnachtsfeiern für Kinder in den abgelegensten Gegenden Brasiliens. Wir bei Friends of Santa Claus können die Welt nicht verändern, aber wir können ein Kind zu Weihnachten zum Lächeln bringen. Und das ist die Mission von Friends of Santa Claus, in den Gemeinden am Fluss zu gehen, wo niemand da ist, der ein Lächeln bringt, Liebe und ein Spielzeug für die Kinder. Ein Weihnachtsmann stattet dem Australian Reptile Park einen Besuch ab, um Krokodile, Kängurus und Koalas zu füttern. Der Weihnachtsmann war so nett, eine improvisierte Reptilienshow zu machen. Und dann ging er sogar hinein und fütterte Elvis, das Krokodil. 5 Weihnachtsmänner mit unterschiedlichen Herangehensweisen, aber mit einem gemeinsamen Ziel: Freude zu verbreiten und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.